verteilen. Entweder ihr klatscht alles drauf. Hallo Leute, Christian von I Practice hier. Ja, lange ist's her, aber jetzt geht es weiter. Kochkurs Nummer 19, sprich Kochen macht Spaß 19, kommt jetzt endlich seit langem. Und ich habe mir als kleinen Wiedereinstieg ein Rezept ausgesucht, was verrückter nicht sein hätte können. Und zwar gibt es heute die berüchtigten Ketchup-Erdnussbutter-Kekse. Ja, ich weiß, es klingt sehr ekelhaft, aber wenn man manchen Gaumen genießen glauben darf, ich hoffe es mal, dann sollen diese Dinger wirklich ein kleines Wunderwerk und ein Wunder für die Geschmacksknospen sein. Und dementsprechend dachte ich mir, probierst du das einfach mal aus. Ich verrate euch natürlich jetzt vorweg erstmal, was ihr dazu alles benötigt. Also hopp hopp, ran an den Einkaufswagen. Okay, ich habe mich dafür entschieden, die Menge ein bisschen abzuwandeln, denn es ist ein Rezept, welches, wie gesagt, nicht alltagsüblich ist. Und dementsprechend möchte ich nicht unnötig viele Zutaten, wenn es am Ende nicht gelingt, wegwerfen müssen. Dementsprechend habe ich einfach eine kleinere Tasse genommen, anstatt so einen Humpen, damit nicht gar so viele Lebensmittel im Falle des Falles draufgehen. Gut, fangen wir an. Wir benötigen 1,5 Tassen Mehl. Also heute mal nicht mit Gramm, sondern wir machen mit Tassen. Irgendwann zeige ich euch auch mal, wie die Eischwermenge funktioniert. Wir benötigen außerdem 1/2 Teelöffel Backpulver, 1/2 Teelöffel Salz, eine dreiviertelte Tasse Erdnussbutter. Hier ist es egal, ob ihr welche nehmt mit Erdnussstücken oder einfach eine komplett glatte. Dann benötigen wir 1/2 Tasse Margarine, 1/2 Tasse Zucker, 1/2 Tasse braunen Zucker. Wobei das ganze Ding durchs Ketchup eh so süß wird, ich bleibe insgesamt bei 1/2 Tasse braunen Zucker. Und 1/4 Tasse Ketchup. Das Ei solltet ihr natürlich auch nicht vergessen. Zu guter Letzt kommt das Ganze natürlich für 8 bis 10 Minuten bei 200 Grad Umluft in den Backofen. Wie gesagt in jedem Video, schaut bei eurem Backofen, wie er heizt. Neuere heizen höher, andere heizen nicht so hoch. Und da ich das jetzt gerne nachprüfen möchte, geht lieber ein paar Grad runter zur Not, und wenn ihr auf Ober-Unterhitze backt, dann geht sowieso ein bisschen runter. Vergesst aber nicht, den Ofen vorzuheizen. Am besten macht ihr das jetzt, denn bis wir mit dem Teig fertig sind, sollte der Ofen auch vorgeheizt sein. Also lasst uns loslegen. Schwuppdiwupp, ich habe weil alle Zutaten abgemessen. Sprich, wir haben hier das Mehl, das Backpulver, das Salz, das Ketchup, das Ei, den braunen Zucker, der hier bei mir zugleich als Zucker für weißen Zucker dient, die Margarine und die Erdnussbutter. Falls ich vorhin gesagt habe, ich habe glatte Erdnussbutter, sorry, ich habe nochmal drauf geschaut. Sie hat Nüsschen, leider kann ich es jetzt nicht zeigen. Schmeckt aber dennoch geil und ein bisschen crispy muss es auch sein. Im nächsten Schritt werden wir natürlich alles in einer Schüssel vermengen. Aber Obacht, die Butter sollte dabei wirklich, ja, flüssig sein. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ihr stellt das Ganze mal ganz kurz in den Ofen, während er aufheizt. Oder ihr gebt das Ganze in die Mikrowelle. Gebt ihr das Ganze in die Mikrowelle, achtet darauf, dass etwas darüber ist. Denn Butter oder Margarine hat die Eigenschaft in der Mikrowelle, dass das spritzt, wie in der Pfanne. Und ich glaube nicht, dass ihr heute noch Lust habt, die Mikrowelle zu putzen. Dementsprechend gebt einen kleinen Untersetzer drauf oder Mikrowellengeschirr oder. Ihr seid einfach kreativ. Das ist wahrscheinlich die schönste flüssige Margarine, beziehungsweise in eurem Fall vielleicht Butter, die ihr jemals gesehen habt. Gut, jetzt fangen wir aber wirklich an. Da ich ja, wie ihr wisst, demnächst umziehe, habe ich bereits den Mixer schon eingepackt, beziehungsweise schon ein bisschen auf Seite gelegt, damit ich jetzt dann, wenn es richtig losgeht, nicht mehr so viel Chaos habe. Dementsprechend müssen wir das Ganze heute handelsüblich, beziehungsweise wie früher eure Oma, mit dem Schneebesen verkneten, oder ihr nehmt eure Wurstfinger und macht das so. Gut, ich habe das Mehl schon hineingegeben und gebe jetzt noch schnell das Backpulver hinzu. Pi mal Daumen natürlich. Wenn ihr wollt, dass eure Dinger mehr aufgehen, dann macht ihr das einfach so. Ich mache das jetzt mal ein bisschen nach Gefühl. Sorry, die Dinger sollen ja auch schön groß werden bei der kleinen Menge an Teig. Gebe anschließend das Ei hinzu. Ist das kein schönes Ei? Gebe dann zugleich auch den braunen Zucker hinzu. Ja, er hat ein paar Klümpchen, macht nichts, wir verrühren das Ding dann eh. Gebe zugleich auch das Salz hinzu.
passt aber auf, wenn es zu viel wird, dann wird es ekelhaft. Das sollte genügen. Und jetzt können wir langsam erstmal anfangen, ein bisschen, wobei ich würde noch ein bisschen was dazugeben. So, ist das nicht lecker? Zur Not kann ich später noch auskratzen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Rühren mal ein bisschen Teig zusammen. Theoretisch könnte ich jetzt auch einen Kartoffelstampfer nehmen. Aber ja, ihr seht schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Und bisher sieht das nicht mal so schlecht aus. Ich riech mal. Es riecht wie Hackfleischmasse oder wie irgendwas nach Tomate, nur ohne Tomate. Gut. Damit das Ganze noch schön klumpiger wird, geben wir jetzt gleich das auch noch mit rein. Oh Gott, ist das eine... So. Oh mein Gott. Ich kann die Schüssel nicht mal richtig fest nach unten halten. Okay, und noch die Butter dazu. So. Hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt nicht zum Spritzkonzert wird. Es kann natürlich sein, dass ihr hinterher ein bisschen mehr Mehl noch benötigt. Das sieht zumindest hier extremst danach aus, was aber kein Problem ist. Aber wir müssen hier erstmal eine kleine Masse hinkriegen, die einigermaßen nach was aussieht. Weil ihr wisst ja, Kekse dürfen nicht unbedingt zerfließen, wenn sie auf dem Blech sind. Und auf meinem Daumen ist Margarine. Wobei... geht doch. Also, viel müssen wir nicht mehr vermengen, Leute. Ne? Konsistenz scheint zu passen. Das könnt ihr auch bei Eischnee testen, wenn es unten hält. Dann habt ihr einen sehr guten Eischnee gerührt. Dementsprechend können wir, so blöd es klingt, direkt mit dem nächsten Schritt weitermachen. Ihr nehmt euch jetzt entweder ein Backblech, mit was mit Fett oder Mehl bestäubt ist, nehmt einen Rost, was mit Backpapier ist, oder einfach ein Backblech mit Backpapier. Ich nehme einen Rost mit der Backfolie, die ich euch ja mal vorgestellt habe. So. Während ihr wahrscheinlich schon schweißgebadet in der Küche steht, habe ich jetzt mal hier alles vorbereitet. Und ja, die Backfolie sieht mit der Zeit ein bisschen angeschlagen aus. Ändert jetzt nichts daran, denn sie funktioniert nach wie vor. Und alles, was man benutzt, das zeigt irgendwann einfach mal eine materielle Schwäche, beziehungsweise es zeigt einfach, dass es gebraucht wird. Und solange es funktioniert, mein Gott. Gut, jetzt gibt es natürlich wieder mehrere Möglichkeiten, um den Batzen Teig hier zu verteilen. Entweder ihr klatscht alles drauf, oder ihr macht es, wie wir schon beim letzten Mal gemacht haben, mit den Löffelchen. Jetzt bringen wir mal die Löffelchen hier in Stellung. Entweder ihr knallt das Ganze so drauf, aber dann pappt euer Löffel wieder extrem. Oder ihr nehmt einfach eine kleine Tasse, einen Behälter, füllt ihn mit Wasser und gebt davor den Löffel immer rein, damit einfach das Zeug nicht so pappen bleibt. Alternativ könnt ihr auch Mehl verwenden. So, ich würde sagen, wir verteilen das Ganze wieder ganz schön und machen erstmal so kleine Klumpen, dass sie halt ungefähr Löffel groß sind. Hier bezieht sich jetzt mal auf einen Esslöffel. Wir sehen uns, wenn das Blech voll ist. So, ich habe jetzt hier mal alles drauf und lustigerweise hat die Menge genau 9 Big Cookies ergeben, was natürlich nicht schlecht ist, denn damit ist nach einem Blech der ganze Spuk vorbei. Die Schüssel ist leer, kann jetzt abgeschleckt werden von Kindern und nicht in Haustieren geben. Zucker ist natürlich schlecht. Und jetzt kommt das Interessante an der Sache, denn so können wir die Dinger nicht reintun, sonst haben wir am Schluss Ketchup-Crossies und die wollen wir ja nicht. Wir wollen natürlich schon irgendwas Rundes haben. Jetzt können wir natürlich mit dem Armballen draufdrücken und ein bisschen kneten. Oder wir nehmen nach wie vor wieder unseren Löffelchen, bringen ihn in Stellung mit Wasser und drücken das Ganze noch ein bisschen herunter.
Flüssigkeit verdunstet in der Hitze und keine Sorge, wenn die jetzt nicht ganz so rund sind, ihr könnt ja später dann so rundherum beißen, dass das Ding wieder rund wird. Alternativ könnt ihr jetzt auch eine Gabel nehmen und drauf quetschen, aber ich sag mal so, ist das schon in Ordnung, denn die Dinger werden eh keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Ob sie geschmacklich überhaupt was taugen, weiß ich auch nicht, von daher ist jetzt das Aussehen irrelevant. Was meint ihr denn dazu? Müssen Kekse, die vielleicht nicht schmecken, gut aussehen, damit sie den Geschmack vertuschen, oder ist euch das egal? Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare, damit ich das weiß. So, ich variiere das Rezept nochmals ab. Wir machen Monster-Cookies, denn so groß wie die Dinger sind, werden es auch richtige Puffer, sprich, vielleicht kennt jemand von euch Kartoffelpuffer, Kartoffelwatschen, und die Größe haben sie auch. Jetzt kommt das Interessante, ihr gebt das Ganze jetzt in den Backofen und wir sehen uns in 8 bis 10 Minuten wieder. Bis gleich. Sordele, nach jetzt insgesamt 12 Minuten sind die Kekse fertig und ihr wisst ja, am Beginn sind sie noch leicht weich. Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal abkühlen lassen, bevor ihr sie runternehmt, weil ansonsten zerbrechen sie jetzt. Kekse haben eben die Eigenschaft, dass sie dann mit der Zeit erst noch schön hart werden. Aber bevor sie richtig braun werden außen herum, wie wir hier schon sehen, nehmen wir sie lieber ein bisschen eher raus. Jetzt könnt ihr hinterher, wenn sie kalt sind, natürlich könnt ihr sie dekorieren mit, was weiß ich, mit Zimt, mit Ketchup oder auch mit Ei und dann Streuseln drauf, wie ihr wollt. Ich verabschiede mich und hoffe, dass es euch schmecken wird oder nicht. Und ja, wir werden sehen. Mal gucken, wie sie schmecken. Wenn sie schmecken, dann werde ich das noch irgendwie ins Video vielleicht einfügen. Vielleicht auch irgendwie nur drunter als Kommentar. Ich werde sehen, wie ich es mache. Ich freue mich natürlich, mit euch dann irgendwann, vielleicht übernächste Woche, den nächsten Kochkurs machen zu können. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr, wie gesagt, ein Däumchen geben, einen Kommentar schreiben, ein Abo geben. Ihr seid kreativ, ihr wisst, was ihr tut, ihr seid groß. Bis dahin, Servus! Okay, das Fazit sieht wie folgt aus. Ich habe jetzt die Cookies abkühlen lassen, so rum, und habe es probiert. Und es ist das passiert, was ich vermutet habe. Gibt zwei komplett verschiedene Geschmäcker bzw. Geschmacksdinger zusammen. Und es entsteht was komplett Neues. Es ist die reinste Geschmacksexplosion, wenn ich es jetzt mal schön übertreiben würde. Aber wenn jemand von euch Kettle Chips kennt, da gibt es die Sorte Honey Barbecue. Und in der Tat, sie schmecken wirklich so. Wenn ihr sie im Mund habt, dann schmeckt es nach Erdnussbutter. Aber sobald ihr das runterschluckt und es durch den Gaumen geht, dann schmeckt es wirklich nach Barbecue Honig Chips. Es ist, ehrlich gesagt, ich bin sehr überrascht über dieses Rezept. Und kann es lustigerweise jetzt tatsächlich empfehlen. Okay, die Kekse sind ein bisschen trocken, das hat aber Erdnussbutter, Peanut Butter Cookies, Peanut Butter Cake ein bisschen an sich. Dementsprechend solltet ihr nicht unbedingt nichts dazu trinken oder danach oder davor. Wenn die Kehle ein bisschen feucht ist, dann passt das perfekt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und keiner muss daran sterben. Das ist positiv. Von daher, Servus!